vereinfacht um das Thema E-Scooter. Und da ist der erste Antrag in 725 von der AfD eingebracht worden. Der kann vorgestellt werden, vielleicht gleich mit der entsprechenden Änderungsantrag. Und in der zweiten Tagesordnungspunkt 706 ist einreicher die Fraktion Die Linke. Auch hier bitte ich um entsprechende Einbringung. Und hier gibt es einen Ergänzungsantrag von Herrn Dr. Schulte-Wissermann, der auch dann vorgestellt werden kann. Und dann steigen wir in die Fraktionsrunde ein. Also zunächst AfD-Fraktion. Wer bringt den Antrag ein? Herr Lazinski, bitte schön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträte, liebe Zuschauer. Bereits vor Marktstart der ersten E-Scooter-Anbieter in Dresden gab es Pressemeldungen aus anderen Städten in ganz Europa, dass Probleme im Zusammenhang mit der Markteinführung dieser Mietroller in urbanen Gebieten entstehen können. Nachdem die ersten Roller in Dresden verfügbar waren, wurde auch dann ziemlich schnell klar, dass auch Dresden hier keine Ausnahme ist. Um diese bestehenden Probleme in den Griff zu bekommen, haben wir deshalb ungefähr einem Jahr einen Antrag eingebracht, um hier auf die Probleme aufmerksam zu machen und zur Problemlösung beizutragen. Im Schwerpunkt konzentriert sich der Antrag auf die achtlos abgestellten Roller, welche teilweise kreuz und quer auf den Gehwegen, vor Hauseingängen und vor abgesenkten Bordsteinen abgestellt werden. Insbesondere mobilitätseingeschränkte Menschen und Frauen mit Kinderwagen sind hier die Leidtragenden. Je nach Kreativität des Abstellortes ergeben sich aber auch Gefahren für alle anderen Verkehrsteilnehmer. Ein weiterer für uns sehr wichtiger Aspekt bei diesem Antrag ist der Schutz unserer Umwelt, unserer Heimat. Denn obwohl das Abstellen der Fahrzeuge in Naturschutzgebieten laut Naturschutzgesetz eigentlich verboten ist, können die Fahrzeuge trotzdem nach derzeitigem Stand in einigen Bereichen der Elbwiesen abgeparkt werden. Alle Leihroller verfügen über eine Technologie, die das Abstellen der Fahrzeuge in den sogenannten roten Zonen wirksam verhindert. Leider sind diese roten Zonen, die bei den Leihrollern hinterlegt sind, nicht deckungsgleich mit den innerstädtischen Flächen, die unter Naturschutz stehen. Mit diesem Antrag wollen wir dieses Defizit beheben. Weiterhin wollen wir mit diesem Antrag ein besonderes Augenmerk auf den Schutz der Gewässer in unserer Heimat legen. Die Meldungen aus Paris oder auch aus Berlin, wonach die Fahrzeuge zu Hunderten in der Seen oder in der Spree versenkt wurden und mit Tauchern geborgen werden mussten, sollten uns hier Warnung genug sein. Von einem Mitglied des Dresdner Ruderclubs erfuhr ich, dass auch Sie schon Roller aus der Elbe holen mussten. Wir wollen nicht, dass auch in Dresden die Lithium-Ionen-Akkus von Leihrollern unsere Gewässer belasten und den Lebensraum der Tiere in unserer Heimat verseuchen. Dass bei dem Thema Leihroller in Dresden offensichtlich Probleme bestehen, die durch ein Nachsteuern der Stadt behoben werden können, haben im Verlauf der Debatten in den Ausschüssen dann auch andere Fraktionen erkannt und ihre Vorschläge beigesteuert. Ich möchte mich an dieser Stelle für die konstruktive Zusammenarbeit, besonders im Bauausschuss, bedanken und freue mich, dass der Stadtrat den federführenden Ausschussbericht dann hoffentlich gleich auf den Weg bringt. Vielen Dank. So, jetzt Fraktion Die Linke. Bitte schön. Herr Oberbürgermeister, werte Beigeordnete, liebe Kolleginnen aller demokratischen Fraktionen und liebe Gäste hier und zu Hause am Livestream. Es ist immer schön, nach der AfD zu reden, da muss ich erst mal ein bisschen aus dem Lachen rauskommen. Ja, endlich ist es mal soweit und wir kommen dazu, hier im Stadtrat über die Fahrzeuge zu reden, die seit dem letzten Sommer irgendwie zum Stadtbild in Dresden dazugehören, aber nicht unbedingt überall gerne gesehen sind. Natürlich gibt es Menschen, die gerne mit den Rollern fahren, die schnell mal den Roller nehmen, um einen Weg zu bestreiten, den man sonst vielleicht auch zu Fuß zurückgelegt hätte. Einige stellen sie dann auch wieder so ab, dass sie nicht mitten auf dem Gehweg stehen, andere schmeißen sie in Ecken, stellen sie ungünstig ab und wieder andere sind so genervt von den Rollern, dass sie sie kunstvoll an Ampeln oder Zäune hängen oder gleich in der nächstgelegenen Tonne entsorgen und das wird ihnen gar nicht mal so selten nicht wirklich übel genommen. Von mir auch nicht. Ich denke aber, dass es wichtig ist, hier irgendwie einen Mittelweg zu finden, der auf der einen Seite Mobilität ermöglicht und auf der anderen Seite aber andere in ihrer Mobilität nicht einschränkt. Auch wenn wir aufgrund der aktuellen gesetzlichen Regelungen eher weniger Einfluss auf den Verleih von Rollern haben, wissen mindestens alle hier, die schon mal über so ein Ding auf dem Gehweg gestolpert sind, dass es durchaus Regelungsbedarf gibt.
Die Stadt hat nun bereits Kooperationsvereinbarungen abgeschlossen mit Unternehmen, die hier in der Stadt den Verleih von Rollern anbieten. Dabei handelt es sich allerdings nur um freiwillige Vereinbarungen, aus denen man unserer Meinung nach noch mehr hätte rausholen können und müssen. Deshalb sollten diese nochmal überarbeitet werden und vor allem auch zukünftige Vereinbarungen im zuständigen Ausschuss abgestimmt werden. Da haben wir in unserem Ursprungsantrag auch noch weitreichendere Vorschläge gemacht, wie die Sammelstellen zum Abgeben und Ausleihen der Roller, die bisher aber noch keine Mehrheit finden konnten. Aber wer weiß, vielleicht können wir uns da ja an anderer Stelle, sollte es irgendwann neue Regelungen vom Bund geben, nochmal einigen. Ich möchte aber nochmal betonen, dass vor allem die vielen achtlos abgestellten Roller einen besonderen Eingriff in die Verkehrssicherheit bedeuten. Aber sie bedeuten nicht nur dort einen Eingriff, sondern die Roller, die da so mitten auf den Gehwegen rumstehen oder auch rumliegen, stellen eine große Hürde für viele Menschen dar. Zum Beispiel für Menschen, die einen Kinderwagen schieben müssen, für Menschen, die eine Gehhilfe benutzen oder für Menschen mit einer Sehbehinderung. Diese Roller sind neue, unberechenbare Barrieren in unserer Stadt, weil niemand weiß, wo sie als nächstes auftauchen. Dann sind die Menschen, die ich eben erwähnt habe, die Familien mit Kinderwagen oder Menschen in Rollstühlen sogar gezwungen, auf die Straße auszuweichen oder mühselig dort drüber zu steigen. Und nein, es ist nicht für alle so einfach wie für uns hier. Auch ein Wegtragen funktioniert nicht so leicht, versucht man die Roller wegzuschieben, dann verkanten sie sich sofort und fürs Wegtragen sind sie auch eigentlich viel zu schwer und es besteht die berechtigte Angst, sich dabei zu verletzen. Nebenbei ist das auch einer der Gründe, warum der Ursprungsantrag der AfD mal wieder relativ inhaltsfrei ist. Und jetzt in dem Ersatzungsantrag quasi unseren Antrag nochmal zu kopieren, einen Punkt hinzuzufügen und als ihren eigenen zu kaufen, ist doch mehr als peinlich. Und wenn Sie meinen, wir müssten das dann jetzt gut finden oder Sie hätten uns einen Gefallen getan, dann können Sie sicher sein, eher fault mir die Hand ab, als dass ich irgendwann mal den Arm hebe, um dem zuzustimmen, was aus Ihrer Richtung kommt, auch wenn Sie weiter ganz fleißig bei uns unsere Inhalte abschreiben. Wir werden also der Beschlussempfehlung zustimmen, auch wenn wir davon ausgehen, dass die Problematik damit noch nicht aus der Welt geschafft ist und es wahrscheinlich nicht das letzte Mal gewesen ist, dass wir hier über die E-Scooter reden. Vielen Dank. Soweit erstmal die Einbringung beider Anträge. Jetzt Herr Schulte-Wissermann für den Ergänzungsantrag zum zweiten Tagesordnungspunkt. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und draußen im Netz. Wir haben jetzt eine sehr schöne Einführung in die Problematik bekommen. Die Roller, die jetzt neu da sind, stellen uns vor manche neue Probleme und wir müssen gucken, wie wir sie gelöst bekommen. Das erste Problem hört man immer wieder, der Roller steht im Weg. Der Roller liegt im Weg, der Roller ist da, wo ich jetzt gerade mit meinem Rollstuhl, meinem Kinderwagen oder einfach mit einer Gruppe Menschen vorbei will, es stört. Das heißt, der Roller, was ja eine neue Verkehrsart ist, die Roller gab es ja vorher nicht, jetzt sind sie zugelassen und jetzt gibt es sie in Massen, die müssen irgendwo hin. Und das führt natürlich wieder zu der Frage, wie teilen wir den Platz in der Stadt auf, wo tun wir die Roller hin? Dort, wo ein Auto stehen kann, bewusst gesagt ein Auto, könnten ja auch 20 Roller stehen. Also die Frage ist, ob man nicht zum Beispiel die Roller auf Parkplätzen stellen könnte. Das würde vielleicht auch gleichzeitig dieses Stationengebundene noch mit unterstützen. Die Roller werden aufgeräumt, man könnte dort Rollerbügel hinstellen. Bei Fahrrädern geht das auch. Also warum nicht bei Rollern, weiß ich nicht. Und deswegen habe ich in Punkt 1, also der eine von zwei Punkten ist, ich lese ihn nochmal vor, damit Sie alle wissen, worum es geht. Der Oberbürgermeister wird beauftragt zu prüfen, es ist also nur ein Prüfauftrag, ob und in welcher Weise Elektro-Kleinstfahrzeuge auf Kfz-Stellplätzen abgestellt werden können. Nur ein Prüfauftrag. Das zweite Problem ist etwas schwieriger zu erkennen, beziehungsweise es ist auch eher eine Chance. Wir haben hier vor ein paar Jahren beschlossen, dass die DVB die zentrale Mobilitätsdienstleisterin in Dresden sein soll. Die soll halt verschiedene, nicht nur Bus und Bahn, sondern auch Carsharing, Fahrradfahren miteinander verbinden und die Multimodalität fördern. Und
Die Frage ist einfach, könnte nicht auch Rollerverleih ins Portfolio der DVB mit aufgenommen werden? Es hätte einige Vorteile, weil bisher das Ganze funktioniert ja schon sehr gut. Und die Vorteile wären, es kann keinen Wildwuchs geben, weil wir können ja mit der DVB reden. Man hat Kontroll- und Steuerungsmöglichkeiten. Wir wüssten dann zum Beispiel, wo die Daten der ganzen Roller hingehen, weil dann würde die DVB das machen. Das weiß man heute nicht. Und man kann natürlich Synergien nutzen, haben wir ja jetzt schon die Apps, die also sowohl zum Autoverleih als auch zur Fahrbahnauskunft genutzt werden können. Das könnte sozusagen eventuell was werden. Und deswegen habe ich es als ganz, ganz schwachen, als Prüfaufträgchen, wenn Sie so wollen, geschrieben. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, zusammen mit der DVB zu prüfen, ob E-Rollerverleih in Zukunft das die Angebotspalette der DVB ergänzen kann bzw. sollte. Also ganz defensiv, Prüfaufträge, zwei Stück. Würde mich freuen, wenn Sie das unterstützen. Welt geht auch nie unter, wenn nicht. Aber wie gesagt, ich würde mich freuen. Ich habe Ihnen 1,30 geschenkt. Dankeschön. Soweit die Vorstellung des Änderungsantrages. Jetzt kommen wir zur Diskussion. Wenn ich genau hineingucke, sage ich mal, eine feste Meldung, eine eventuell. Herr Schmidt. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, Kolleginnen und Kollegen, verehrte Gäste. Wir alle kennen es, viele von uns ärgern sich darüber. Die E-Scooter verschiedener Anbieter sind inzwischen seit einem Jahr auch aus dem Dresdner Stadtbild nicht mehr wegzudenken. Allzu häufig, Leo Lenz hat es gerade schon angesprochen, liegen oder stehen diese im Weg herum, versperren Gehwege, Einfahrten oder abgesenkte Bordsteine. Und manchmal, so wie letztens, als ich nach der Fraktionssitzung mit dem Rat nach Hause gefahren bin, liegen sie dann auch mal im großen Garten in der Hecke und lagen dann am nächsten Tag immer noch, am nächsten Abend. Als Kommune haben wir wenig Handlungsbedarf, das ist uns bewusst. Dennoch müssen wir die Möglichkeiten, die wir haben, konsequent nutzen. Deshalb soll mit diesem Beschluss heute die Verwaltung aufgefordert werden, die bestehenden Vereinbarungen weiter zu qualifizieren. Wir behandeln zwei Anträge, einen von der AfD, der mittlerweile jetzt schon wieder geändert wird, und einen von der Fraktion Die Linke. Sowohl der Ursprungsantrag der AfD als auch der Linken waren für uns nicht zustimmungsfähig. Ich bin deshalb froh, dass der federführende Ausschuss am Ende einem großen Änderungsantrag, den wir eingebracht haben, auch gefolgt ist und dieser jetzt die Beschlussempfehlung des Ausschusses bildet, die wir zur Grundlage für die Abstimmung an dem Antrag der Linken haben. Wir haben das ganz bewusst im Ausschuss an den Antrag der Linken rangehängt, weil der tatsächlich der weitergehende Antrag war und wir haben im Ausschuss gesagt, der Antrag der AfD wird abgelehnt und wir hängen die Änderungen an den Antrag der Linken ran. Uns ist wichtig, dass künftig die Anbieter verpflichtet werden, bei Problemen und Regelverstößen innerhalb von 2 Stunden zu reagieren. Wie gesagt, ich habe es gerade schon erwähnt, wenn es abends in der Hecke liegt, so ein Roller, und am nächsten Nachmittag immer noch, dann muss irgendwie zwischendurch mal was passieren. Und mit der Neuregelung, die wir einführen wollen mit den 2 Stunden, wäre das am nächsten Tag früh irgendwann passiert. Nur so kann gewährleistet werden, dass sich die Anbieter auch wirklich um ihre Roller kümmern. Wenn ich beispielsweise früh am Fetscherplatz Roller mitten im Haltestellenbereich stehen sehe und sich das bis zum Nachmittag nicht geändert hat, dann ist das ein Zustand, den wir so nicht mehr länger akzeptieren wollen. Gegebenenfalls müssten hier auch ordnungsrechtliche Maßnahmen ergriffen werden. Auch das soll mit dem Beschluss geprüft werden. Und damit wir vorher wissen, was in neuen Vereinbarungen steht, wollen wir diese künftig vor Abschluss im Bau- und Verkehrsausschuss vorgelegt bekommen. Mit dem Beschluss beauftragen wir außerdem den Oberbürgermeister, und das war eine Änderung, die wir als CDU auch eingebracht haben, dass er sich beim Deutschen Städte- und Gemeindetag für eine rechtliche Regelungsmöglichkeit zur Regulierung in den Kommunen einsetzt. Denn wie bereits gesagt, bisher sind wir rechtlich nahezu machtlos und immer auf den guten Willen der Anbieter angewiesen. Gern hätten wir noch eine weitergehende Qualifizierung mit dem Beschluss in Auftrag gegeben. Uns wäre es auch wichtig gewesen, das wilde Parken der Roller, insbesondere im Innenstadtgebiet, dadurch zu verhindern, dass man nur noch feste Abstellplätze nutzt, beispielsweise die DVB-Mobilitätspunkte. Dafür gab es im Ausschuss leider Gottes keine Mehrheit. Herr Engel ist jetzt gerade nicht da, aber insbesondere die SPD ist da leider nicht mitgegangen und es fand sich am Ende keine Mehrheit. Insofern ist das heute nicht mehr Gegenstand. Lassen Sie uns am Ende jetzt ein Zeichen dafür setzen, dass wir die Anbieter künftig stärker in die Pflicht nehmen wollen, und stimmen Sie dem federführenden Ausschussbericht in der vorliegenden Fassung bitte zu. Vielen Dank.
So wird darüber hinaus das. Ich habe auch noch eine Minute 40 verschenkt. Das Wort gewünscht, bitte schön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte mich auch noch kurz zu Wort melden. Der von Herrn Schmidt eben schon ausführlich vorgestellte Änderungsantrag, den wir im Ausschuss gemeinsam erarbeitet hat, den werden wir unterstützen. Ich wollte aber gerne grundsätzlich zum Thema E-Scooter noch mal was sagen. Ich finde es interessant, wenn von dieser Stelle dann berichtet wird, das sei inzwischen stadtbildprägend und man müsste sich erst mal umgewöhnen und es sei alles so außergewöhnlich. Ich möchte darauf hinweisen, dass, ich weiß nicht, es sind, glaube ich, ein paar hundert E-Roller in Dresden unterwegs und es sind sehr, sehr viele tausend Kfz, die hier rumstehen, über die sich niemand ärgert in dieser Weise, wo die ja auch häufig falsch geparkt irgendwo stehen. Gehen Sie mal durchs Hechtviertel, versuchen Sie dort mal mit einem Kinderwagen über die Straße zu kommen, jede Ecke zugeparkt. Das gibt es an ganz, ganz vielen Stellen. Da gibt es auch Handlungsbedarf möglicherweise. Ich wollte noch sagen zum Antrag vom Herrn Schulte-Wissermann, wir wollen dort gerne punktweise Abstimmung beantragen. Den ersten Punkt, das heißt, habe ich jetzt gerade nicht parat, den wollen wir zustimmen. Und dem zweiten Punkt, das heißt der Prüfauftrag Richtung DVB, ob man das mit aufnehmen kann ins Programm, da würden wir uns gerne enthalten, deswegen würden wir es gerne differenzieren. Aus welchem Grund? Einerseits ist natürlich die DVB ein Mobilitätsdienstleister geworden inzwischen, der ein sehr weites Spektrum abdeckt und da ist es vielleicht tatsächlich sinnvoll zu prüfen, ob man die Scooter mit aufnehmen kann, zumal noch gar nicht wissenschaftlich nachgewiesen ist, ob diese berüchtigte letzte Meile tatsächlich mit den E-Scootern vielleicht bewältigt werden kann und es eine sinnvolle Ergänzung ist. Auf der anderen Seite sind wir als Grüne natürlich tatsächlich auch hier mit schwerem Herzen dabei, denn wenn man mal ehrlich ist, sind diese E-Scooter eigentlich Elektroschrott. Und im Grunde genommen ist diese gesamte Idee vom Herrn Scheuer, die er uns hier eingebrockt hat und wegen der wir jetzt auch den Städte- und Gemeindetag bitten müssen, uns Regelungsvarianten an die Hand zu geben, eine schlechte Idee aus unserer Sicht. Soweit dazu. Und ich würde eine zweiminütige Auszeit beantragen, um noch mal ganz kurz zu klären, warum der Änderungsantrag von Herrn Schulte-Wissermann plötzlich drei Punkte hat. Da müssen wir noch mal ganz kurz drüber nachdenken. Vielen Dank. Als nächste Wortmeldung, Herr Zastrow. Meine Damen und Herren, Ihre Rollerphobie kann ich nicht teilen. Ich gebe auch der Frau Krause in diesem einen Punkt sogar recht, weil ich sehe das Problem überhaupt noch nicht. Es nimmt zu, ja, wir haben diese Roller in der Stadt, aber es ist eine neue Technologie. Das muss sich auch alles erstmal ein bisschen entwickeln, aber dass ich hier permanent über Roller stolpere und dass das ein so großes Problem ist, verglichen mit Paris oder mit Berlin, kann ich nicht erkennen. Also niemand in der Neustadt ist das so. Es kann vielleicht dazu werden, aber noch ist es beim besten Willen noch nicht der Fall. Und ich gebe Frau Krause auch recht, ja, auch wenn man manche Autos sieht, muss man eher erfreut sein, zum Beispiel die ganz vielen großen Rostlauben, die in der Peripherie der Neustadt, zum Beispiel auf der Radeberger Straße, auf Dauer abgestellt werden. Übrigens, ich ahne, wer diese ungepflegten Fahrzeuge fährt und ich ahne, was für eine Umweltbilanz die haben. Sie müssten eigentlich auf die Barrikaden gehen, aber ich vermute, sie treffen ihre eigene Klientel. Ich habe aber ein ganz anderes Problem mit der Bemerkung, Frau Krause, die Sie gemacht haben. Und da kann ich Sie nie entlassen. Wir hatten diesen kleinen, ich habe das schon angesprochen, im DVB-Aufsichtsrat. Ich halte das Problem mit den Rollern für noch nicht so groß. Und ich folge auch dem ehemaligen Bürgermeister Schmidt-Lamontaine, der dazu im Ausschuss etwas gesagt hat, nämlich, dass er mit den privaten Anbietern im Gespräch ist und dass er auch gute Chancen sieht, in dem Gespräch mit den Anbietern die Sache in den Griff zu kriegen. Es passiert aber gerade etwas, wo wir tatsächlich Augenmerk drauf legen müssen, weil es stehen ja auf den Fußwegen nicht mehr nur die Roller, sondern neuerdings die Mietfahrräder der DVB. Weshalb, lieber Kollege Schulte-Wissermann, die DVB vielleicht gar nicht der richtige Partner ist. Denn das kann zum Problem werden. Egal, wo du hingehst, hast du jetzt manchmal Roller, Fahrräder sowieso und jetzt noch die Mietfahrräder. Wenn man genau die Augen offen hält, sieht man diese wunderhübschen schwarz-gelben Fahrräder an ganz vielen Stellen.
auch das halte ich noch nicht für so schlimm, dass wir jetzt hier im Stadtrat, zum Beispiel auch den Ausschussbeschluss, noch mehr Bürokratie und noch mehr Aufträge an die Verwaltung geben müssen. Ich glaube, es reicht eine Ermahnung. Man muss nie den Leuten, die genug zu tun haben, noch mehr Arbeit machen. Aber wir sollten wachsam sein, die Sache beobachten und die DVB vor allem auch selbst in die Pflicht nehmen, wie wir es im letzten Aufsichtsrat ja auch gemacht haben. Vielen Dank. So, weitere Wortmeldungen sehe ich nur mit Herrn Nadzinski. Dann können wir vielleicht das gleich bei Ihnen als Schlusswort machen. Und dann kommen wir dann mit einer kurzen Auszeit, die Sie wollten, zur Abstimmung kommen. Bitte schön. Ja, da es ja offensichtlich einige Missverständnisse gab, würde ich vielleicht nochmal die Chronologie dieses Antrages, überhaupt diese Anträge zum Thema E-Scooter erläutern. Wir hatten vor reichlich einem Jahr mittlerweile diesen Antrag eingebracht, haben damit auf dieses Thema aufmerksam gemacht, gefolgt von den Linken, die dann zwei Monate später erkannt haben, dass das tatsächlich ein Problem ist und einen nahezu wortgleichen Antrag eingereicht haben. Im März war es dann schon mal im Stadtrat. Wir hatten da versucht, diese Kompromisslösung vorzuschlagen. Daher dieser Änderungsantrag, der stammt noch aus dem März. Dann ging es nochmal in die Ausschüsse und dann haben wir in den Ausschüssen konstruktiv eine Lösung gefunden, einen gemeinsam ersetzenden Antrag erstellt, wo auch unsere Anregungen von der AfD mit eingeflossen sind. Und deswegen würde ich auch den Herrn Oberbürgermeister jetzt bitten, dass er bitte diesen ersetzenden Antrag des Bauausschusses, der auf den Antrag der Linken aufsetzt, als weitestgehenden Antrag zuerst behandelt, weil dann hätten wir das Ganze gelöst. Weitere Wortmeldung noch, dann ist, wollen Schlusswort halten, na dann bitte auf geht's. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, es herrscht ja jetzt größtenteils Einigkeit und die will ich jetzt auch um Gottes Willen nie zerstören. Wir werden also dem Ausschussbericht, wie er im Ausschuss beschlossen worden ist, zustimmen. Ich kann mir es aber nicht verkneifen, darauf hinzuweisen, dass es natürlich die Boshaftigkeit mancher Fraktionen, unter anderem auch der AfD, war, aus diesem Ausschussbericht alles Konkrete möglichst rauszunehmen, was Leo Lenz auch angesprochen hatte, also alle unsere konkreten Vorschläge, mal Ordnung in das System zu kriegen, den Anbietern auch gewisse Auflagen zu machen und zum Beispiel auch die Anzahl dieser E-Scooter in der Stadt zu begrenzen. Da waren zum Beispiel auch die Grünen nicht dafür, was ich nie verstehe. Ich gebe nämlich Frau Krause vollkommen recht, dass es sich dabei um Elektroschrott handelt, den wir da durch unsere Stadt fahren. Es gibt Städte, die versuchen, sich dagegen zu wehren. Leipzig und Berlin, die haben es mit Sondernutzungssatzung versucht. Es ist im Moment noch völlig umstritten, ob es bei diesen E-Scootern sich um Sondernutzung handelt oder Gemeingebrauch. Da werden wir sicher noch eine Weile warten müssen, ehe das die Gerichte mal endgültig entschieden haben. Aber bis dahin sollten wir unbedingt was tun. Und wenn Herr Zastrow das Problem nicht sieht, weil er noch nie über einen E-Scooter gestolpert ist, dann könnte es möglicherweise an seiner Fortbewegungsart in seinem Auto liegen. Herr Zastrow, ich würde Sie einfach mal einladen, dort mal auszusteigen und mit mir meinen ganz normalen Arbeits- oder Heimweg zu laufen. Ich falle nahezu fortlaufen, wenn ich nicht höllisch aufpasse über E-Scooter, die mitten auf dem Radweg liegen, die mitten auf dem Fußweg liegen. Und deshalb ist es auch dringlich, dass wir das machen. Und ich bitte Sie deshalb, dem Ausschussbericht jetzt zuzustimmen. So, und damit treten wir ein in eine kurze zweiminütige Auszeit.
So, meine Damen und Herren, können wir fortsetzen und in die Abstimmung eintreten. Es ist beantragt gewesen und wenn jetzt kein Widerspruch sich dagegen erhebt, dass wir zunächst über 27.6 abstimmen. Wenn der wie im federführenden Ausschussbericht bestätigt wird, dann 27.5 sich erledigt hat und wir weiterkommen. Ich sehe keinen Widerspruch, dann darf ich unter 27.6 zunächst den Ergänzungsantrag von Herrn Schulte-Wissermann eingebracht, punktweise war beantragt, abstimmen. Wer dem neuen Punkt 4, ich verlese es lieber nochmal, der Oberbürgermeister beauftragt zu prüfen, ob und in welcher Weise Elektrokleinstfahrzeuge auf heutigen Kfz-Stellplätzen abgestellt werden können. Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltung der Vollständigkeit?28 Ja, 39 Nein, keine Enthaltung, damit abgelehnt. Dann kommen wir zu dem zweiten Punkt. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, zusammen mit der DVB zu prüfen, ob E-Rollerverleih in Zukunft die Angebotspalette der DVB ergänzen kann bzw. sollte. Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. Gegenprobe. Das ist die überwältigende Mehrheit, damit wäre das auch abgelehnt. Und damit kommen wir unverändert zur Abstimmung über den federführenden Ausschussbericht. Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Gegenstimmen. Und Stimmenthaltung. Sechzig Ja, fünf Nein, zwei Enthaltung, damit so zugestimmt und damit, wie gesagt, hat sich 27.5 auch in der Abstimmung.